Dazu benötigen wir einen Winkel, ein scharfes Stecheisen, ein Hammer, ein Maßband, ein Akkuschrauber, ein paar Bits, ein paar Bohrer, Holzleim, eventuell Wachs, eine Fernsehwandhalterung, LED, Backpapier, ein paar Schraubzwingen und natürlich das Holz. Beim Holzleim solltet ihr darauf achten, dass der wasserfest ist. Bei der Fernsehwandhalterung habe ich hier eine günstige genommen für 9,90 Euro. Und eine LED-Leiste mit 220 Volt Anschluss und ein Taster. Dann habe ich hier 10 Latten von den Maßen 25 x 50 x 1 Meter. Und das Holz ist Eiche. Ganz wichtig ist, dass die Latten von allen vier Seiten gehobelt sind. Und dann könnt ihr die Latten jeweils von 10 bis 20 cm lang zuschneiden. Um eine coole Oberfläche zu erzielen, wird das Stück Holz, was wir jetzt hier sehen, einfach in der Mitte mit einem scharfen Stecheisen gespalten. Einfach das scharfe Stecheisen in der Mitte ansetzen und einen kräftigen Schlag auf Stecheisen geben. Und schon zerspaltet sich das Stück Holz. Und wie wir hier sehen, haben wir zwei schöne unterschiedliche Strukturen, die wir dann später zu einer Fläche zusammenkleben. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ich habe jetzt eine ganze Kiste voll. Das sind ungefähr 10 Kilo. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Verkleben. Ihr solltet eine ebene Fläche haben, am besten im Fall eine Holzplatte. Und die legt ihr dann mit einem Backpapier aus. Dann nehmt ihr euch ein paar Holzstückchen, legt die beiseite, nehmt euch den wasserfesten Leim und streicht damit eine Seite ein und klebt die dann zusammen. Wichtig ist, dass die graue bzw. die strukturierte Seite nach oben hin zeigt. Dann könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Ihr müsst die Lampe jetzt nicht so gestalten, wie ich das getan habe. Ihr könnt auch einen Fisch draus formen oder irgendwelche Tiere oder einen Baumstamm oder ihr macht in der Mitte, lässt ihr ein Loch frei, so wie ihr Lust habt. Das Wichtigste ist bei der ganzen Sache, dass die Holzstückchen sich immer überlappen. Also im Grunde sieht das dann so aus wie so ein Bild von einer Mauer. Nach 20 Minuten solltet ihr die ersten Schraubzwingen ansetzen und das Ganze mit mäßigem Druck zuschrauben. 20 Minuten daher, weil der Leim dann abbindet. Nun lasst ihr das Ganze 4 bis 5 Stunden trocknen. Nach ca. 4 bis 5 Stunden könnt ihr an den Wandbild dann weitere Klotzteile rankleben und das Wandbild vergrößern und danach wieder mit Schraubzwingen befestigen. Nach ca. 10 bis 15 Minuten fängt der Leim an der Oberfläche an zu trocknen. Hier sehen wir den Leim, der sich durch das Holz durchgequetscht hat. Den können wir dann mit einem scharfen Stecheisen vorsichtig wegkratzen. Ich habe jetzt hier noch mein Wandbild gemacht aus Fichte. Hierbei habe ich Dachlatten verwendet, die etwas größer sind und um das Ganze mal zum Testen. Fichte ist auch billiger als Eiche oder Buche. Nach mindestens einem Tag Trockenzeit könnt ihr die Schraubzwingen entfernen und wir können die Wandhalterung montieren. Ihr zeichnet euch einfach die Mitte an. Und dann packen wir die Wandhalterung aus. Ich habe mir jetzt hier eine Wandhalterung ausgesucht, die man einfach nur an dem Wandbild anschrauben muss und das andere Teil an der Wand befestigen muss mit vier Dübeln. Und dann kann man das Bild einfach von oben einhängen. Nun übertragen wir uns die 8 Bohrpunkte. Dabei solltet ihr darauf achten, dass die 8 Bohrpunkte nicht in der Leimfuge enden. Sonst könnte es sein, dass wir die Leimverbindung trennen. Nun bohren wir die Bohrpunkte vor. Das ist ganz wichtig bei dem Holz, da es sehr hart ist. Bei der Wand-TV-Halterung waren noch 8 Abstandshülsen dabei. Die nutze ich nun, um einen Zwischenraum zwischen Halterung und Wandbild zu treffen. Damit später dann die LED durchgeführt werden kann.
Nun befestigen wir die LED-Leiste mit 6 kleinen Kunststoffhalter, die im Lieferumfang behalten waren. Die zeichnen wir uns an und schrauben die fest. Und danach können wir die LED-Leiste einklipsen. Nun müssen wir nur noch das Kabel verlegen. Dazu spalte ich mir das Kabel mit einem Cutter und schraube es vorsichtig mit einer Schraube und einer Schraube handfest. Ihr könnt das Kabel natürlich auch mit Sekundenkleber festkleben. Den Schalter befestigen wir an einen Winkel. In den Winkel habe ich mir vorne jeweils links und rechts 2 kleine Löcher gebohrt, in denen ich dann 2 Kabelbinder durchführe. Das hat den Vorteil, dass ich den Taster von außen nicht sehe und dass der Taster nicht unter der Lampe rumhängt. So sieht das Ganze dann von unten aus. Nur noch alles auf Funktion überprüfen. Und dann könnt ihr die Lampe auch aufhängen. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch die Lampe ölen. Dazu verlinke ich euch hier unten links nochmal im Video. Nun montieren wir noch die zweite Hälfte der Wandhalterung. Und dann können wir die Wandlampe auch schon aufhängen. So sieht das schöne Stück bei Tageslicht aus. Und man kann jetzt nun schön die schöne Struktur sehen. Nun muss es nur noch dunkel werden. Wunderschön anzusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich würde mich um einen Handwerker-Daumen nach oben von euch freuen. Oder abonniert mich einfach. Das Abo ist kostenlos. In nächster Zeit werden noch einige solcher Videos folgen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.